Hallo ihr Lieben, ich möchte die Zeit zwischen den Feiertagen nutzen und mich bei euch allen bedanken, bei meinen lieben Abonnenten, die mich dieses Jahr und die vergangenen Jahre schon begleiten. Ein ganz großes Dankeschön sagen dafür, dass ihr zum Teil wirklich unermüdlich immer Kommentare zu meinen Videos schreibt und mir euer Feedback gebt, euer Lob gebt, auch eure Anregungen gebt, was ich vielleicht besser machen kann oder was ihr gerne sehen möchtet. Ich denke da an die Amus auf Zuruf, die ihr euch gewünscht habt. Und ja, einfach, dass ihr da seid. Auch die natürlich, die in diesem Jahr dazugekommen sind und auch jetzt in den letzten Tagen sind noch einige dazugekommen. Und ich möchte sagen, ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch, vor allem wenn ich auch mal von euch lese und ihr keine stillen Zuschauer seid, aber auch die stillen Zuschauer freuen mich natürlich. Ich sehe ja auch, wie viel meine Videos angeklickt werden, wie viele von euch meine Videos schauen. Und das sind natürlich nicht immer nur die, die auch unermüdlich ihre Kommentare hinterlassen. Aber speziell an euch möchte ich natürlich sagen, vielen Dank. Das baut natürlich auf und ich weiß, wofür ich die Videos mache. Es hört sich vielleicht an, als wären das jetzt Millionen von Klicks oder so, aber mein Kanal ist relativ klein. Eigentlich sehr klein im Vergleich zu anderen und doch recht familiär, aber das ist nicht schlimm. Also ich bin ja nicht hier, um irgendwie Abonnenten zu sammeln, sondern um mich mit euch auszutauschen und das ist natürlich nur in beide Richtungen möglich und deshalb freut mich natürlich immer jeder Kommentar, der da kommt und jeder Daumen hoch, der da kommt. Die Daumen runter, darüber spreche ich jetzt gar nicht, das habe ich schon öfter mal gesagt, wie ich dazu stehe und ja, aber ich wollte einfach die Zeit nutzen und mich bei euch allen bedanken und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr genauso gut weitergeht und vielleicht noch ein paar mehr dazukommen, vielleicht auch mehr von euch mal von sich hören lassen in Form von Kommentaren und vielleicht gibt es die ein oder andere Neuerung im Laufe des Jahres, das weiß ich noch nicht. Ich habe so einiges im Kopf, das ich vielleicht umsetzen möchte. Mal gucken, ob ich das auch so hinbekomme. Dazu möchte ich auch sagen, dass ich meine Upload-Zeiten für nächstes Jahr ändern werde und damit jetzt auch langsam anfange. Also zum jetzt gerade um die Silvestertage hier, Silvester-Neujahr, wird es noch nicht so allen auffallen. Und im Endeffekt ist es auch egal, aber ich habe das für mich jetzt so mal festgesetzt, dass ich ab Januar meine Upload-Tage von Montag und Freitag ändern werde auf Mittwoch und Sonntag. Und das ohne feste Zeiten. Ich habe es ja jetzt bis jetzt immer so gehabt, montags um 16 Uhr, freitags um 12 Uhr. Das möchte ich nicht mehr, weil das für mich doch ein bisschen zu viel Zeitdruck darstellt, vor allem wenn ich die Woche über viel zu tun habe. Deshalb mache ich jetzt Mittwoch und Sonntag ohne feste Zeiten. Und ich will es auch so machen, dass das Mittwochsvideo eher optional ist. Also wenn Mittwoch keins kommt, kommt vielleicht donnerstags eins oder gar keins, je nachdem wie ich es schaffe. Aber Sonntag soll der feste Termin sein, da kommt auf jeden Fall ein Video und wenn nicht, dann werde ich es vielleicht irgendwie vorher ankündigen. Es kann ja immer mal irgendwas dazwischen kommen und deshalb wäre es vielleicht auch ganz gut, ihr würdet mir, wenn ihr denn könnt und mögt, auf Instagram folgen. Da bin ich eigentlich fast täglich drauf, auch wenn ich nicht täglich poste und da kriegt man sowas dann auch eher mal mit. So, das dazu. Ansonsten bleibt eigentlich alles beim Alten. Ich mache die Videos, die ich bisher gemacht habe, weiter, sprich ab in die Tonne, meine monatlichen Vlogs und das ein oder andere Schminkvideo, den ein oder anderen Haul, also so wie gehabt. Da ändert sich nichts, es sind nur die Upload-Tage. Ja. Sonst habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, sonst gibt es eigentlich auch keine großen Neuigkeiten und deshalb werde ich dieses Video jetzt auch beenden. Das ist das letzte Video für dieses Jahr.
Das werde ich auch an Silvester online stellen. Und damit wünsche ich euch allen, die mir gerne zuschauen, die mir schon länger zuschauen oder die, die auch neu sind, also euch allen wünsche ich ein wunderschönes Silvesterfest, wo auch immer und mit wem auch immer ihr das feiert oder vielleicht feiert ihr auch nicht, gibt es ja auch. Und kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr und wir werden uns auch auf jeden Fall direkt im Januar wiedersehen mit den nächsten Videos. Ich bin schon fleißig am Planen, aber ich habe noch nichts gedreht. Das wird dann alles 2016 stattfinden und ich hoffe, das Jahr bringt uns schöne Erinnerungen und ja, auf eine weitere schöne Zeit mit euch. Lasst es euch gut gehen, feiert schön, esst nicht so viel und schlaft euren Kater am Neujahr schön aus, falls ihr mal doch über den Durst getrunken haben solltet. Und ansonsten sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.